Thomas Borinic mit der Abwehr tat. Drexel, auch der war gefährlich. Natürlich sind diese Bälle enorm schwer für jeden Torhüter zu berechnen. Paul Schwein, die Flanke, die war ganz stark und Borinic zweimal fantastisch reagiert. Ekmada, der hat so viel Zeit zu schießen. Wieder Borinic. Fast identisch die Schussposition. Borinic mit einer starken Abwehr. Und Borinic nach längerem wieder einmal gefordert und wieder besteht er diese Prüfung. Das war ein strammer Schuss von Nacho. SV Ried gegen Thomas Borinic. 0:0. Bundesligaspiel bisher ohne gröbere Probleme. Für Bärstaller und jetzt hat sich Thomas Borinic erstmals richtig gut auszeichnen können, ist hier zum richtigen Zeitpunkt herausgelaufen. So könnte es gehen, so könnte man hier möglicherweise noch zum Ausgleich kommen in Mattersburg. Schön gemacht von Borinic und beim Gegenzug ist es Bad Rifdorf im vierten Heimspiel. In Folge jubelt jetzt natürlich beim SV Mattersburg. Bama, Kopfballmöglichkeit. Und Borinic letztlich ohne Mühe. Marcel Schretter hier nochmal diese Möglichkeit. Thomas Borinic. Um ihn und dann der Schuss von Yasin Pelivan, den Thomas Borinic gerade noch zum Eckball abwehren kann. Erste gute Offensivaktion Rapids in Hälfte 2. Nohio mit der Möglichkeit. Freischuss Hofmann und erneut Thomas Borinic. Hofmann. Da ist der Kopfball von René Gattler. Und die tolle Reaktion von Thomas Borinic. Nochmals Borinic, gute Reaktion. Thomas
Tomas Borinic. Gut ab von der Leistung von Tomas Borinic. Immer präsent, immer Ruhe ausstrahlend und ganz stark auf der Linie. Sehr viele gute Reflexe waren da heute mit dabei. Tomas Borinic hat seine Chance absolut genutzt. Seitdem er im Tor steht, geht es bei Mattersburg zum einen aufwärts und zum anderen bringt er starke Leistungen Woche für Woche. Er wird einer der Väter eines möglichen Sieges hier. Ein guter Schuss des Last-Mittelfeldspielers aus gut 20, 22 Metern. Borinic mit einer Flugeinlage, da geht er auf Nummer sicher. Spiel Farkas zu spät. Borinic mit einer sehr guten. Geblockt noch von Krapan, dann Linz, der scheitert an Borinic und Malik. Schuss von Junuzovic, der hätte gegolten, aber da war Borinic aufmerksam. Und das ist Lindl und Borinic mit einer Glanztat. Der hat auch noch die Ruhe, Lindl einzusetzen. Borinic aber auch beim Eckball sehr präsent. Dacimovic, Borinic lenkt ab und Borinic im zweiten. Tomas Borinic wächst über sich hinaus. Beide Torhüter heute hier mit einer starken Vorstellung. Chaban wieder mit dem Assist. Hacimovic, toller Wolle. Gute Reaktion von Borinic. Und Linz war klar im Abseits. Aber Borinic bei allen Distanzschüssen, egal ob von Junuzovic oder auch von Klein, oder eben von Lindl und jetzt von Hacimovic. Immer sehr sicher. Tomas Borinic wird im Anschluss an diese Partie sicherlich von den Mattersburgern gefeiert. Er hat für längere Zeit das Stammleiberl als Torwart bei den Burgenländern sicher. Der Schlusspfiff vom guten Schiedsrichter. Ich sehe schon, dass es ein Interview geht. Tomas Borinic ist eine gute Wahl, wie ich finde. Steht jetzt parat. Im Gespräch mit Roland Stanz. Weiter Saisonheimsieg für den SV Mattersburg. 1:0 gegen Rapid. Tomas Borinic hat in der ersten Spielhälfte einige Bälle zu halten. Ja, der Tetschkerl, der ist wieder da und wie der da ist. Warum führt der SV Mattersburg bei der SV Ried mit 1:0? Weil man effizient ist oder weil man den Borinic hat? Beides, also von Effizienz kaum zu überbieten, die Mattersburger. Ja. Und die Rieder natürlich tun sich dann schwer und haben in Borinic einen Gegenspieler im Tor, der wirklich einiges zunichte machen kann. Ja, natürlich der Held des Abends. Aussicht von Mattersburg. Borinic hält das Unentschieden für eine numerisch unterlegene Mattersburger Mannschaft. Tomas Borinic in seinem 150. Bundesligaspiel mit einem für ihn und für sein Team sehr guten Ausgang. Man hat den Klassenerhalt wohl geschafft, auch wenn es theoretisch noch möglich ist für den LASK. Aber ich sag mal, da wird nichts mehr anbrennen für die Burgenländer. Und das weiß er auch. Das weiß er auch der Tetschkerl, wie sie ihn hier liebevoll nennen. Tomas Borinic, er hat es öfter in diesem Punkt festgehalten, auch wenn der erste Elfmeter drinnen war. Aber ihre Leistung grandios. 700-800-prozentige haben sie vereitelt. Wie haben sie dieses Spiel erlebt? Ja, ich muss sagen, wir sind halt in der ersten Halbzeit haben wir bis zu 40. Minuten sind wir sehr gut gestanden. Haben wir nachher in Konter, das was wir sich im Vorhinein vorgenommen haben, in Konter das Tor gemacht. Dieser eine Punkt jetzt fast wie ein Sieg an.
Na, auf jeden Fall müssen wir glücklich sein, dass wir jetzt einen Punkt noch mitgenommen haben. Und ja, auf die Leistung kann man zwar nicht aufbauen, weil wir ja wirklich Glück gehabt haben, aber wir sind zufrieden. Danke, Thomas Bordenitsch. Kann ich nur sagen, Gratulation zu einem Punkt, Thomas Bordenitsch. Gratuliere Ihnen, denn Sie haben den festgehalten heute Abend. 8 Torschüsse, mitunter teils sehr gefährliche, mussten Sie entschärfen. Ja, für das stehe ich drin, trainiere täglich und ja, bin gut drauf und kann viel schief zur Zeit. Der Tormann hat hervorragend gehalten. Oder vielleicht, dass der Bordenitsch mal ein Tuch lässt, der hält bis jetzt sensationell. Und sehr guten Torhüter Bordenitsch. Wenn der Bordenitsch weiterhin so hält, dann wird er hinten die Null bleiben. Der Dormer von Mattersburg hat auch sehr gut gehalten. Und, ja. Man muss auch sagen, dass Thomas Bordenitsch hervorragend gehalten hat und so gesehen Mattersburg den Punkt gerettet hat. Gratuliere. Dankeschön. Gute Partie. Gut, passt, ja. Brauchen wir nur den Thomas, gell, im Bild. Thomas Bordenitsch, Gratulation zum Sieg. Ich denke, es war schwierig genug. Wie schwierig war euer Abend heute? Ja, ich sage einmal, erste Halbzeit, durch den Ausschluss haben wir noch geglaubt, das geht vor Lars. Da waren wir zu weit weg vom Mann und haben wir einiges Glück gehabt, dass wir nicht 2-3-0 in der Halbzeit schon hinten sind. Thomas Bordenitsch als Assistgeber, es war der erste Assist eines Keepers überhaupt. Wie fühlt sich diese neue Rolle an? Naja, das fühlt sich sehr gut an. Insgesamt ein durchaus wie gelungener Abend für Sie? Ja, ich bin zufrieden, außer wir haben 2 Tore gekriegt, aber gut, da habe ich nicht viel machen können, aber sonst bin ich sehr zufrieden. Dankeschön.